Sul, hallo und herzlich willkommen zu meinem dritten Teil der ersten Eindrücke von mein erstes Haustier-Accessoires, was heute Abend um 19 Uhr erscheint. Auch an dieser Stelle wieder die Bemerkung bzw. die Anmerkung, dass mir das Ganze von Electronic Arts und dem Game Changers Network gesponsert wurde. Ja, in dieser Folge zeige ich euch jetzt, was reinkommt an Möbeln bzw. generell im Baumodus für all diejenigen, die Hunde und Katzen nicht haben. Das heißt, was wirklich für alle interessant ist. Und da haben wir 23 Objekte, bestehend aus ja, Dekoartikeln wie Bildern, am Teppich, unterschiedlichen Größen für Rollos, für Fenster. Wir haben neue Sofas, einen Tisch, den ich ziemlich awesome finde. Und zwar ist in diesem Tisch ein Aquarium eingelassen. Man kann dort mit den Fischen zwar nicht interagieren, aber ich finde es prinzipiell eine sehr, sehr coole Idee. Und wir haben einige neue Objekte, die eher für Kinder bzw. Kleinkinder interessant sind vom Stil her. Tatsächlich sind fast alle Möbel bzw. der Großteil der Möbel eher was für die jüngeren Sims. Gar nicht unbedingt so was Allgemeintaugliches, sage ich jetzt mal, es sei denn, man will so eine kleine Villa Kunterbunt einrichten. Aber der Großteil ist dann doch wirklich, wie gesagt, eher für die jungen Sims interessant. Mit diesen Möbeln bekommen wir auch drei neue Räume geboten. Einer davon soll, glaube ich, ein Wohnzimmer darstellen, ist aber tatsächlich relativ kahl an den Wänden. Und die anderen beiden Zimmer gehen für mich auch eher in Richtung Kinderzimmer. Denn in dem einen Zimmer steht ja so ein Maltisch und auch der neue Tierkäfig. Und das andere ist, ja, mit Bett und Schreibtischen allem Möglichen gehalten. Also die beiden Zimmer für mich eher auch Kinderzimmer. Was aber eigentlich der interessanteste Aspekt ist am neuen Pack, was die Möbel angeht, sind natürlich die vier neuen Gameplay-Objekte. Im Endeffekt ist es quasi ein Gameplay-Objekt auf vier aufgeteilt. Denn wir haben vier Gehege. Es ist nicht so, dass wir uns ein Gehege kaufen und dann auswählen können, welches Tier wir reinsetzen wollen. Nein, wir haben für jedes der verfügbaren Tiere haben wir ein eigenes Gehege, was wir dann entsprechend wählen müssen und dann farblich gestalten können. Wir haben hier die Auswahl zwischen einem Gehege für Hamster, ein Gehege für Igel, ein Gehege für Ratten und ein Gehege für die Void-Kreatur, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Das ist also das neue Gameplay-Objekt, was, denke ich mal, auch den größten Aspekt ausmachen dürfte, der einen zum Kauf bewegt, wenn man sich denn für dieses Accessoire-Pack entscheidet. Nämlich eben der Punkt, dass man dann auch in der Lage ist, ein Nagetier bei sich zu Hause zu halten und eben nicht nur Hund oder Katze. Dort sind auch einige Interaktionen möglich. Man kann auch wieder gebissen werden, wenn ich das richtig gesehen habe. Kann der Sim davon auch krank werden? Das werden wir uns dann mal noch in der Gameplay-Folge anschauen. Und was ich sehr cool finde, das ist jetzt zwar auch wieder für Hunde- und Katzenbesitzer nur relevant, ich finde es aber sehr cool, dass die Katzen mit diesen Käfigen interagieren können, draufhüpfen können und sich anscheinend etwas stärker für die Nagetiere interessieren. Alles in allem finde ich die Möbelauswahl von den Farben her an sich ganz gut. Mir persönlich ist es ein bisschen zu viel in Richtung Kinder. Ich hätte mir dann noch ein paar mehr Sachen gewünscht, die man auch ja wirklich ins Wohnzimmer stellen kann oder in die Küche oder auf dem Flur, die jetzt nicht wirklich so extrem putzig aussehen. Sehr, sehr cool finde ich aber auf jeden Fall den neuen Tisch, wie gesagt, mit dem Aquarium drin. Die neue Stehlampe gefällt mir sehr, sehr gut und natürlich die Nagetiere sind natürlich für mich auch der interessanteste Aspekt in diesem Pack. Wie man damit interagieren kann, das werden wir uns dann in Teil 5 noch angucken in der Gameplay-Folge. Heute Nachmittag gibt es dann erstmal noch eine ganz, ganz, ganz kurze Folge mit den Inhalten, die nur den Hunde- und Katzenbesitzern, also
den Besitzern des Packs Hunde und Katzen zur Verfügung stehen. Das sind tatsächlich gar nicht so viele. Während es nämlich im Create a Sim eher so ist, dass da mehr für diejenigen dabei ist, die auch Hunde und Katzen ihr eigen nennen dürfen, ist es im Baumodus eigentlich tatsächlich genau umgekehrt. Von daher heute Nachmittag die Folge recht kurz, aber ich habe mir gedacht, ich mache auch hier wieder die Trennung zur besseren Übersicht. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr denn von den neuen Räumen, von den neuen Objekten? Gefallen sie euch oder sagt ihr auch, die sind mir jetzt nicht alltagstauglich genug? Ich bin gespannt und wir hören uns dann nachher nochmal wieder. Bis dahin, tschüss!